Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Vampire Storm 2 Ancient Blood. Verdammt, das ist jetzt hoffentlich nicht die Höhle, die ich denke. Tiger? Ein Tiger. Ein freaking Tiger, ja klar, okay. Ich hätte gerne einen Gegnernamen, aber ich glaube, da steht immer nur Gegner lauern, ne? Aber es ist. Es ist ein Tiger, oder nicht? Warum ist ein Tiger in der Höhle? Damit Asgard drauf geht, ich merke das schon. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden! Ja, warte. Ich meine, ich habe die Zauber von Asgard mir ja schon mal angesehen, aber. Kleine Hoffnung, dass da irgendwie sowas steht wie Blutheilung oder. Irgendwie so. Nein. Der Tiger hat nichts beschützt und die blöde Blume will mich umbringen. Was ein Schicksal. Das Problem ist, wenn ich den wegschubse, dann stehe ich genau wieder da, wo wir angefangen haben. Das ist nicht gut. Ich habe mich verlangsamt. Ich wollte schon sagen, willst du mich gerade verkackeiern, aber. Ich weiß schon ganz genau, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt, bevor ich super viele Kämpfe mache, meine Party aufstocken. Das sieht man sehr schön gerade hier, ne? Ein Kampf fast wieder tot. Ne. Aber immerhin 70 Erfahrungspunkte. Also. Dennoch, lass mich bitte irgendwo hin, wo keine Gegner sind. Im besten Fall. Aber im ungünstigsten Fall läuft mir gleich wieder ein Tiger vor die Flinte, von daher. Ich weiß gar nicht, wie viele. Nein, nein. Da unten sieht man schon, warum er diese Höhle nicht unbedingt haben wollte, aber. Aha. Easy. Easy every time. Aha. Einfach dran vorbei. Ja, nein, ich hatte recht, es ist die Höhle. Da stehen sie, versteinert bis in alle Ewigkeit. Durch mich! Konntest du dazu kommen, das wollte ich nicht. Oder etwa doch. Bist du in mich gefahren? Dieses verfluchte Etwas, das von mir Besitz ergriffen hatte, nun ist es in Jaina. Er hat mein Schloss und ich habe nichts. Nicht mal mehr Freunde. Aber brauche ich überhaupt welche? Komme ich nicht alleine genauso gut zurecht? Die ganzen alten Zeiten, die Flucht aus Tradan, das Vernichten von Vincent Waynard. Also das habe ich nicht vergessen. Naja, wir drei hatten viel Spaß damals. Bis zu diesem einen Augenblick, als wir das Buch fanden. Es war die Möglichkeit, etwas zu schaffen. Eine bessere Welt. Doch was habe ich getan? Ich habe die Welt verändert. Und nicht nach meinem Willen, sondern nach dem Willen dieses verfluchten Etwas. Bei der Welt, die mir nicht gefällt, muss es rückgängig machen. Nicht zu niemand hat das Recht, mich zu kontrollieren. Ich werde es vernichten, doch dazu brauche ich Hilfe. Wieso bin ich nur so schwach? Werden sie mir verzeihen, wenn ich es schaffe, sie von ihrem Zauber zu befreien? Wenn ich es denn schaffe, ich weiß nur nicht wie. Es kann nicht ihr Ende sein. Es darf nicht ihr Ende sein. Und so blieb er mehrere Jahrhunderte in der Höhle stehen und guckte sie sich an oder so. Und so kam es, dass Asgard nun wohl zum ersten Mal sowas wie Reue spürte. Doch er wusste natürlich nicht, dass dies nicht seine Taten waren. Was wusste er doch? Hat er doch gerade gesagt. Sondern die des Geistes, die von ihm Besitz ergriffen hatten und ihn kontrollierten. Aber Opa, was war das für ein seltsamer Geist? Nun, es war ein Schatten. Geist, ähnlich wie eine Seele,
noch in der Lage, sich gezielt zu bewegen. Seelen kann ein Vampir einfach einfangen. Schattengeister dagegen können sich wehren. Und anscheinend von Leuten Besitz ergreifen und sie tun lassen, was der Schattengeist will. Genau. Doch, woher hat Asgard diese Macht gehabt, die Welt zu formen? Nun, der Schattengeist hat selber Macht und erlaubt es, seinen Opfern Zauber zu sprechen, zu denen das Opfer selber nie fähig wäre. Aber wieso hat Asgard bzw. der Schattengeist denn die Welt geformt? Das ist natürlich die Frage. Du wirst es im Laufe der Geschichte noch erfahren. Jedenfalls scheint es so, als hätte der Schattengeist sein oberstes Ziel. Und dies kann er wohl nur in seiner Zeit erreichen. Also zu der Zeit, als der Schattengeist noch kein Schattengeist war. Das hat was mit den Schlössern und den Steintafeln zu tun. Genau. Und so hat er die Struktur der Welt umgeformt, so wie sie damals war. Damals, vor mehr als 1000 Jahren. Er hat die Bauten dieser Zeit wieder auferstehen lassen, ebenso seine Bewohner. Die wenigen Überlebenden dieser Umformung sind nun mit einer komplett neuen Welt konfrontiert. Städte wurden zerstört, doch längst verfallene Städte erblühen jetzt im neuen Glanze. Es war eine ungeheure Macht dazu notwendig, dies zu schaffen. Doch Asgard war voll von Macht. Und durch die zusätzliche Energie aus den Seelenmaschinen im Magiezimmer des Schlosses konnte der Schattengeist diese Energie aufbringen. Ließ diesen Zauber von Asgard ausführen. Doch nun ist diese Energie völlig aufgebraucht und Asgard nur noch Wrack seiner selbst. Und die Energie von Vayner und Elaine hatte sich der Schattengeist ja auch noch geholt. Gut aufgepasst. Die hatte er natürlich auch. Und all diese Energie wurde dazu verwendet, die Welt umzuformen. Und deswegen sind wir wieder Level 1. Gott, hab mich gern und so. Der Schattengeist hat jetzt ja Asgards Körper verlassen. Ist nur den Jaina drin. Hat der Schattengeist also komplett Asgards Kräfte aufgebraucht? Ja, bis auf Eiskristall, den Zauber von da, wo nicht so gut dürfte. Ja. Ein Schattengeist braucht, wie gesagt, auch Energie, um Zauber zu sprechen. Und die bezieht er unter anderem durch sein Opfer. Ach, und weil Asgards Kräfte jetzt aufgebraucht waren, hat sich der Schattengeist ein neues Opfer gesucht. So scheint es jedenfalls. Und Jaina war wohl das momentan geeignetste Opfer. Diese Schattengeister sind wie Parasiten. Aber was ist jetzt mit Vayner und Elaine? Kann Asgard sie wieder entsteinern? Seinen verlorenen Kräften nicht. Aber du wirst ja sehen. Auf jeden Fall passierte danach Folgendes in Asgards Schloss. Mehr Voice-Acting, das passiert in Asgards Schloss. Ich habe mir schon was Neues zu trinken eingeflößt hier, weil Asgards Stimme mich umbringt. Gut, ich bin ja selber schuld, ich will sie ja so sprechen. Na. Ja. Achso, ne, ich muss mich bewegen. Ich wollte schon sagen, muss ich mich bewegen? Nein. Wurde auch Zeit, Gorgoth. Gorgoth. Lass diese Kommentare, Gadar. Netter Körper, passt zu dir. Danke, er ist ganz brauchbar. Aber du scheinst ja auf junge Mädchenkörper versessen zu sein. Du bist ein Vampir, das genügt mir. Hast du eines der Schlösser gefunden? Verflucht, Gadar, ich bin gerade erst wieder unter den Quasi-Lebenden und du fragst mich, ob ich die Schlösser gefunden habe? Ja oder nein? Du erinnerst dich wohl nie, wie immer. Du musst den Anführer spielen. Tja, ohne mich geht es halt nicht. Du wolltest die Steintafel für dich allein haben. Mir ist bewusst, dass wir nur gemeinsam die Steintafel aktivieren können. Also spar dir deine Vorwürfe. Aber du hast dich ja anscheinend aus unserem Gefängnis befreien können. Wie man sehen kann, ja. Weil ich tatsächlich nicht weiß, ob ich einer jetzt trotzdem weiblich sprechen sollte oder ob das der Schattengeist ist, der da rauskommt. Der ist ja wiederum ein Kerl. Ah. Ein Narr hat den richtigen Zauberspruch gesprochen, der mich aus dem Buch befreite. Die Belebung eines... Blutgeistes. Aber das ist jetzt belanglos. Wichtig ist, dass ich es geschafft habe, die Schlösser wieder erscheinen zu lassen und mit ihnen die Steintafeln. Dummerweise wurde durch den Zauber auch der Clan der Heiligen Krieger herbeigerufen. Ich hasse dieses Gewürm. Ja, dieses fanatische Elend. Doch sie werden nicht mehr lange ihre Schlösser halten können. Und wie ich sehe, hast du ja auch bereits das erste erobert. Hast du die Steintafel schon? Nein. Ich habe den geheimen Eingang noch nicht gefunden, aber das macht nichts. Den finden wir schon noch. Doch jetzt steht mir mehr der Sinn danach, diesen Abschaum zu töten. Niemals das. Das Schloss, das ich entdeckt habe, liegt weit östlich von hier. Gut.
Aber während wir hier mit einigen anderen Elsass, na, aus Frozen, ich greife jetzt mit Elsassen an. Muss jemand dieses Schloss beschützen? Nun, nichts leichter als das. Wir lassen ein paar Elras hier. Außerdem habe ich hier. Ronak, komm her. Ronak? Meister, was befehlt ihr? Was ist denn das für ein Vieh? Ich fand ihn vor einiger Zeit in der Nähe eines Wanderzirkuses. Er ist ein treuer Diener, wenn auch manchmal etwas dumm. Meister, ich mache, was ihr mir befehlt. Und du meinst, er ist in der Lage, das Schloss hier zu beschützen. Davon bin ich überzeugt, nicht wahr, Ronak? Ja, Meister, ich habe bereits hier... Halt den Mund. Glaubst du, das interessiert mich? Du sollst auf meine Fragen nur mit Ja oder Nein antworten, oder muss ich dich erst wieder schlagen, damit du das kapierst? Nein, bitte nicht schlagen, Meister, ich gehorche. Du siehst, Gada, er ist loyal und gehorcht aufs Wort. Er wird hier für Ordnung sorgen. Schön. Ich bezweifle sowieso, dass jemand hier angreift. Noch weiß niemand von unserer Existenz hier. Dann lass uns einen schönen Überraschungsangriff starten. Gut, ich hole ein paar Elras zur Unterstützung. Du weißt deine Sklaven hier ein, was er zu tun hat, falls es zu einem Angriff kommt. Haha, easy peasy, wir haben einen Ronak auf unserer Seite. Also, theoretisch. Was ist nur passiert? Asmos sagt, ich soll mich ein wenig an der frischen Luft aufhalten. Kommst du vielleicht zu einem klaren Gedanken, sagte er. Vielleicht hat er recht. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Vielleicht, wenn ich an den Ort gehe, wo sie mich gefunden habe, fällt mir wieder alles ein. Ich muss es probieren. Die Luft ist schön. Man merkt, es wird Abend. Merkt man das? Na ja, gut. Wo sind wir überhaupt hier? Steht das hier? Hier steht Schloss Zaras. Muss wohl der Name dieses Schlosses sein. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Ich weiß noch, dass da plötzlich dieses Beben war. Ich war auf einem Schiff. Kann man auf dem Schiff Beben merken? Ist das dann nicht eher Wellengang? Auf dem Weg nach Hause. Thürik. Ich hatte ein paar freie Tage. Ich wollte nach Thürik. So muss es gewesen sein. Nein. Nein, ich war nicht auf dem Weg nach Hause. Aber ich war auf einem Schiff. Tranak. Ich sollte eine Ladung Waffen aus Lombard zu Schloss Tranak bringen. So war es. Eine Waffenlieferung für die Soldaten. Doch wo sind meine Begleiter? Wo sind die Matrosen? Beben. Stürmische Wellen. Immer höhere Wellen. Ah, immer diese Wellen. Das Licht. Das helle Licht, diese gigantischen Wellen. Das Schiff, das gekennt hat, wir fielen alle ins Wasser, das Licht kam näher. Dieser tiefrote Himmel voller Sternschnuppen. Das Licht. Bin ich gestorben? War es das Licht des Jenseits? Ich muss irgendwie gestrandet sein. Hier gestrandet. Wie habe ich das geschafft? Wenn du gestrandet bist, hast du gar nichts geschafft. Dann bist du einfach nur da angeschwemmt worden, nehme ich an. Sollte ich dankbar sein, noch zu leben? Nein, ich bin stark. Ich habe es durch meine eigenen Kräfte geschafft, dem Tod zu entrinnen. Oder nicht? Hey, was war das? Ah, dieses Teleportieren ist wirklich praktisch. Da vorne kommt jemand. Das sind ein paar dunkle Gestalten. Sollte ich mich verstecken? Nein, ich bin stark. Ich bin Nyria. Ich brauche von nichts und niemandem Angst zu haben. Ja. Okay. Oh, da ist ja bereits die Erste. Was wollt ihr hier? Spaß haben. Was? Pff. Ja, du bist stark. Du bist Nyria. Außerdem hast du gerade einen Baum. Was für ein schwaches Weib. Erbärmlich. Und sowas nennt sich Krieger. Gadar verpasst noch alles, wenn er nicht gleich kommt. Also, vernichten wir noch den Rest. Es war sehr effektiv. So, nach den Schlägen, die ich ihm verpasst habe, sollte Rona kapiert haben, was er zu tun hat. Aber wegen ihm komme ich jetzt zu spät zu dem Gemetzel. Verflucht, ich beeil mich besser nicht. Ich beeile mich nicht. Stand da, glaube ich, ne? Besser. Na Mann. Ich will auch jemanden den Kopf abreißen. Yay. Kopf abreißen. Da liegt schon die erste dieser ach so heiligen, starken Krieger.
Es wird ein leichtes sein, dieses Schloss einzunehmen. Wirklich ein erbärmliches Bild, verblutet vor einem Bau. Ach, verdammt, ich muss mich wirklich beeilen. Tja, und so haben sich die Schwestern in Anführungszeichen wiedergesehen. Guck mal einer an, ey. Ich bin stark. Naja, trotzdem hast du Baum geknutscht. Ich muss helfen. Tja, und hinterher musst du dir wahrscheinlich das Blut aus den Haaren waschen, aber das ist halt wieder eine andere Sache. Warum ist es plötzlich so ruhig? Wie konnte so etwas passieren? Ah, da liegt auch so ein toter Kundenträger. So viele von uns. So wenige von ihnen. Tja. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss, aber Dach ist immer gut. Wie schrecklich. Also zumindest ist ein Dach immer gut, um sich einen Überblick zu verschaffen, rein theoretisch, ne? Ja, das sind in der Tat tote Pixel. Die sind alle tot. So jämmerlich. Vielleicht sollte ich sie immer, also sie, ihn immer männlich sprechen, wenn die Augen knallrot sind. Der Chefkoch hat überlebt. Guter Koch. Ich höre jemanden. Jetzt ist nur noch der Anführer übrig. Und der Schlosskoch. Der Schlosskoch, ey. Was für ein jämmerliches Bild. Der Koch hat länger überlebt als der Rest seiner Krieger. Bitte verschont mich. Ganz sicher nicht, du Wicht. Aber er könnte Essen machen halt. Nein, bitte nicht. Wirklich erbärmlich. Das Lachen ist immer noch weiblich. Bleiben wir mal weiblich, macht mehr Sinn. Ich dreimal die Meinung im selben Video geändert, aber ist halt so, ne? Sie checkt für dich aus, Krieger. Diese Stimme. Geiner? Du verfluchtes Weib. Verschwinde mit deinen elenden Elras-Magiern. Bist du nicht niedlich? Verschwinden sollen wir. Ihr könnt mich töten, aber man wird mich rächen. Wir sind mehr, als ihr glaubt. Euer peinlicher Clan wird durch uns vollkommen ausgelöscht werden. Niemals. Wir werden die Steintafeln vor euch schützen. Du siehst die Niederlage nicht einmal, wenn sie ihm unmittelbar bevorsteht. Die Elras werden sich das wiederholen, was ihnen gehört. Der Clan der Heiligen Krieger wird niemals verlieren. Ach, und jetzt habt ihr auch gewonnen, was? Dein Spott kannst du dir schenken, verfluchtes Weib. Die Elras werden nie alle Steintafeln bekommen. Wir werden die Welt vor euch und euren Fahnen schützen. Was redet Jainer da? Sprich deine letzten kümmerlichen Gebete, Krieger. Asmos. Nein! Was? Asmos, lauf! Nyria! Haltet sie auf. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Nein. Haltet sie auf. Schnell weg hier. Direkt am Gebüsch vorbei hier. Super Abkürzung. Einmal zu hier dran vorbei. Da läuft sie. Hinterher. Warum bin ich eigentlich das Primärziel?
Weil was ist mit Asmos? Der ist doch da oben gewesen und so. Ich sollte sie abhängen, indem ich nach links und nach rechts laufe. Ja, okay, fein. Links ist gut. Ich sollte versuchen, mich irgendwo zu verstecken. Achso, flieh vor den Elras. Ja, schön hier. Der Elras war so, ich krieg dich. Oh mein Gott, der kann über die Karte laufen, haben wir nicht. Also, er kann über das Schloss laufen, nicht über die Karte. Entschuldigung. Naja, haben wir diesen Dialog haben auch bekommen. Hättest du der Eingang dann weiter unten links oder so, wo wir hin müssen? Ich sollte mich irgendwo verstecken, ja. Ja, machen wir das mal. Vor den Elras. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Nichts. Stadt. Ich fürchte, in diesem Dorf finden sie mich schneller als mir lieb ist. Eine Höhle oder so etwas wäre ein besseres Versteck. Ah, noch Ansprüche stellen, ne? Ja, Wüste? Wüstenhöhle? Puh. Ich schätze, ich konnte sie abhängen. Das war knapp. Aber mein Kopf hat die Flucht nicht gerade gut getan. Ich muss schnell Heilung finden. Und ich hoffe, Asmos geht es gut. Tja, immerhin hat sie scheinbar ihr Wurfmesser-Ding nicht... Also, das Training nicht vernachlässigt. Sie kann immer noch ganz gut werfen. Muss ich jetzt ein ernstes bisschen in die Wüstenhöhle rennen? Ich glaube nicht, dass das der Weg nach draußen ist. Der Weg nach draußen ist hinter uns, wenn man mal jetzt ganz genau sagt, oh, ist das dieselbe Höhle wie Asgas? Das sah tatsächlich nicht danach aus, deswegen wundert mich das irgendwie, aber... Mehr Pollen. Kein Wunder, dass Asmus sie mag, wenn sie hier sogar so bauchfrei rumrennt. Ich meine ja nur... Ja, nichts sagen. Hier lang, da lang, links, rechts, unten. Kreuz und quer und Pi mal Daumen. Ah, was ist hier los? Na? Wer bist du? Und was machst du hier? Was ich hier mache? Ich trauere um meine Freunde. Warum in dieser Höhle? Und was sind das für Statuen da hinten? Das sind meine Freunde. Was ist mit ihnen passiert? Das könnte ich dich auch fragen. Du blutest. Hm. Ja, ich habe mich verletzt. Jemand ist auf der Suche nach mir und ich muss schnell zu jemandem. Vielleicht kann dieser jemand auch deinen Freunden helfen. Das hat dir wohl gerade das Leben gerettet. Du meinst, du kennst jemanden, der die beiden wieder von ihrem Zauber befreien kann. Vielleicht. Der Clan der Heiligen Krieger kennt viele Zauberer. Einer davon kann dir sicher helfen. Clan der Heiligen Krieger. Klingt ja nach einem Haufen echter Dummköpfe. Aber was will man von Menschen schon anderes erwarten? Aber wieso machst du das? Was denn? Mir helfen. Vielleicht bin ich der Inbegriff des Bösen. Das glaube ich nicht. Du siehst nicht gerade böswillig aus. Hab schon immer gewusst, dass ich alle Frauen rumkriege. Bisher konnte noch keine meinen Eckzähnen widerstehen. Außerdem habe ich geschworen, allen Menschen im Not zu helfen. Das ist mein Kodex. Welch löbliche Einstellung. Hoffentlich muss ich das nie wieder sagen. Aber ich kann dir auch helfen. Hier ist ein Heiltrank, der sollte deine Schmerzen vorerst lindern. Danke. Ach, viel besser, hab Dank. Du hilfst mir ja auch. Außerdem hat mich der Anblick ihres Blutes fast wahnsinnig gemacht. Vor Gier. Alles okay? Alles bestens. Wir sollten jetzt zu dem besagten Herrn, der mir helfen kann.
Du musst in ein Schloss westlich von hier. Da ist ein weiteres Schloss des Clans der Heiligen Krieger. Dort kann man dir sicher helfen. Was seine versteinerten Freunde angeht. Ich hoffe es. Okay. Damit kann ich leben. Übrigens Sonne. Ja, sehr viel Sonne. Kein Wunder, dass er Status Sonne hat, wenn hier im Prinzip eine Wüste war. Anyway, sie ist Level 20, wir sind Level 1, aber damit haben wir jetzt ein Partymitglied. Das macht die ganze Sache ein bisschen entspannter für uns. Bis zum nächsten Mal, wenn wir herausfinden, wie wir Valna und Elaine von ihrem Steinfluch heilen können. Das war's erstmal wieder für unsere Vampire hier bei der Comic Place Vampires Dawn 2. Wenn das euch gefallen hat, dann guckt euch auch den nächsten Part an, der kommt dann wahrscheinlich wieder morgen. Mein Dank geht raus an meine Patreons, die mich immer unterstützen. Mein Dank geht an euch raus, dass ihr das Video geguckt habt. Und ja, viel Spaß mit dem nächsten Mal.